So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda The Minish Cap hier auf Crimson Butterfly Gaming. Und ja, was? Wir haben hier hinten auch noch einen Weg, der weitergeht. Als Minish. Wir sehen mal nach, was wir hier machen können. Okay. Wir sind auf jeden Fall schon mal fliegen. Also, neue Folge. Zelda The Minish Cap. Was haben wir hier? Noch ein Glücksfragment. Ja, okay. Schade, dass wir nicht irgendwie hüpfen können hier. Oh nein. Ups. Das war nicht so gut. Aber das Gongul-Wasser, das habe ich hier am Anfang geholt. Das habe ich ja im Glas aufbewahrt. Und jetzt können wir dort oben die Pflanze wachsen lassen. So. Sehr schön. Aber die sind gar nicht so leicht zu besiegen, wenn man die Steine nicht zerschlagen kann. Da können wir noch nicht hin. Ach Mann. Was mache ich denn hier? Aber da dürfte wieder was versteckt sein. So. Glücksfragment. So, und wo kommen wir hier oben hin? An die erinnere ich mich noch. So macht man das genau. Ich weiß gar nicht, wo ich hier überhaupt gerade lang gehe. So. Ja. Keine Ahnung, wo ich mich hier hinbewege. Ich hätte vielleicht erst in den anderen Weg gucken sollen, den ich da noch hatte. Shit. Oh, ist das hier gefährlich. Nein! Oh. Puh. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch einen Kletterring für 40 Rubine. Ideal für den Bergsteiger. Damit kommst du jede Kletterwand hinauf. Kaufen? Ja, natürlich. Danke für den Einkauf. Alles klar. Oh, viele Bomben bekomme ich hier noch. Herzen wären aber nicht schlecht gewesen.
das bringt mir noch nichts. Okay, ich gehe nochmal hier runter. Ich würde auch noch wissen, was dort in der anderen Richtung war. Oh, Moment, war es das hier? Tatsache. Genau, hier bin ich hoch. Okay, hier ist also soweit nichts. Ach, doch. Aha. Langsam könnte ich wieder Herzen gebrauchen. So wie das hier. Sehr schön. Und jetzt? Mist. Jetzt habe ich auf Select gedrückt. Will ich doch gar nicht. Wo geht's denn hier lang? Okay. Ah ja, genau. Hier wollte ich auch hin. Bomben reinwerfen verboten. Ja, das wollen wir doch erstmal sehen. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Hast du diese goldene Bombe hineingeworfen oder diese silberne Bombe? Die goldene, die silberne, weder noch. Weder noch. Du bist sehr ehrlich. Deshalb werde ich dir helfen. Große Bombentasche erhalten. Jetzt kannst du mehr Bomben tragen. Sehr schön. Mögest du erfolgreich sein. 30 Stück, das ist schon eine Menge. Sehen wir mal, was wir hier oben noch so haben. Okay, die Blauen sind böse. Die hüpfen schneller. Jetzt komme ich nicht rein. Oh, du willst Fragmente vereinen? Probieren wir es doch gleich aus. Oh, habe ich nicht. Ich bin der Eremit von Gongolberg. Ich habe der Welt entsagt, um zu meditieren. Du siehst aus wie ein Kind und dennoch bist du hier. Wegen deines Wutes möchte ich dich etwas lehren. Auf dem Weg nach hier oben ist dir vielleicht eine verdächtige Wand aufgefallen. Probier es doch mal mit Bomben. Wow, danke. Ich muss was trinken, mein Hals wird ganz trocken. Okay. Aua. Blöder Hund. Nur mal so nachsehen, rein theoretisch. Was würde uns das hier alles bringen? Das ist, als regne es Bomben. Pass auf, mein Kind. Bei unserer jetzigen Größe wäre es fatal, wenn uns ein Tropfen treffe.
Okay. Das funktioniert, weiß ich auch noch. Das schieben wir dann da oben rein. Und dann können wir dazu diese Leiter. Keine Ahnung, was das bringt. Wir sollen hier nämlich, glaube ich, so oder so gar nicht hin. Wir sollten ja zu den Minen gehen. Aber egal. Sehen wir uns hier erstmal um. Okay, ich sehe schon. Okay, das ist vielleicht knifflig. Okay, so geht das. Perfekt. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier gerade überhaupt hingehe. Wo bin ich hier? Ich kann mich hier dran überhaupt nicht erinnern. Scheiße. Mal was probieren. Ja, ausgezeichnet. Okay, das bringt nichts. Hier kommen wir ohne Boomerang nicht weiter. Ah, das ist ja super, dass ich den ganzen Weg hier jetzt umsonst gelaufen bin. Na gut, dann wieder zurück. Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist nicht gut, fürchte ich. Oh mein Gott, bitte sag mir nicht, dass ich mich hier eingesperrt habe. Oh nein.
Ich glaube, ich komme hier nicht mehr weg. Was habe ich getan? Okay, eine Idee habe ich noch. Die uns vielleicht noch retten könnte. Das ist aber auch wirklich... Oh! Okay, okay, das geht noch. Okay. Jetzt habe ich eine Bombe gelegt. Das wollte ich nicht. Da hatte ich kurz Angst gehabt, dass ich hier nicht mehr zurückkomme. Ich bräuchte langsam mal ein wenig Leben. Zwei Herzen sind nicht genug. So. Wo kommen wir denn hier jetzt hin? Kommen wir? Glücksfragment. Oh, wir sollten hier sogar hin. Auch interessant. Das renne ich mal vorbei. Da, Meltas Mine. Oh, ihr wollt keine Fragmente machen. Sehen wir uns mal um. Vielleicht können wir ja noch irgendwo was klauen. Irgendeine Kiste mit Fragmenten oder so. Sowas machen? Nein. Hier ist auch nichts. So, du bist Melter. Grüne Kleidung, komische Mütze, du musst wild sein. Hab's vom Ältesten im Wald gehört. Ich heiße Melter und bin hier der Chef. Es gilt, das heilige Schwert zu schmieden. Und die Prinzessin von dem Fluch zu befreien, nicht wahr? Das Schwert der Minish kann die Kraft der Elemente aufnehmen. Gib mir das zerbrochene Schwert der Minish. Ich helfe der Prinzessin gern. Ich werde das Schwert erneuern, damit es zum heiligen Schwert werden kann. Es wird eine Weile dauern, bis es fertig ist. Geh inzwischen das Element suchen. Hier in der Nähe befindet sich eine Mine. Sie wurde vor langer Zeit von den Menschen geschaffen. Gut, dann wollen wir mal mit der Arbeit anfangen. Gut, Will. Die schaffen das auch ohne uns. Wir suchen inzwischen nach dem Element. Jetzt müssen wir hier lang. Was, du willst zur Mine? Na gut, wenn du die Erlaubnis vom Chef hast. Bitteschön, aber pass auf dich auf. Haben wir noch so eine Tafel? Träger der heiligen Macht des Windes, Flügel mögen nur noch dich tragen. Oh, schon wieder so einmal. Ich schrecke mich jedes Mal wieder, wenn so eine Tafel explodiert. Okay, hier sind wir. Höhle der Flammen.
Oh, hier drin ist es noch heißer. Lass uns schnell das Element finden. Und diesen höllischen Ort verlassen. Los, Ken. Zacki zack. Hier komme ich nicht lang. Aua. Der hat mir ein bisschen wehgetan. Gegen den Stachelpanzer nützt das Schwert nichts. Du musst ihn umdrehen. Okay. Das bringt uns so nichts. Das bedeutet... Oh, war das wieder anstrengend. Wir brauchen unbedingt das richtige Werkzeug. Kompass erhalten. Aha, wusste ich's doch. Die sind so fies. Nein, das Herz. Oh, noch so einer. Mist. Ich würde ihn hier gegenwerfen in der Hoffnung, dass dort irgendwas ist. Ah, da ist nichts. Hat mich also nur Leben gekostet. Wo müssen wir denn jetzt nochmal lang? Okay, hier sind die schon wieder. Ja, damit haben sich die Menschen in der Mine fortbewegt. Wie? Was ist denn? Hast du etwa Angst? Ah nein, das glaube ich nicht. Da gibt es doch nichts zu fürchten. Hopp, los jetzt. Ich würde mich hier gerne erstmal umsehen, wo das Ding hinfährt. Das könnten wir umdrehen. Da rein also. Na schön. Auf geht's. Was war das denn? Das da eben. Kind, was guckst du so zufrieden? Menschenfahrzeuge sind einfach nichts für mich. Da laufe ich lieber selbst. Muss ich wohl selber sprengen. Okay. Dann noch einer. Von diesen komischen Maskentypen. Ah! Ach sowas, hier ist ja ein Portal verborgen. Wenn ich dich schrumpfen lassen soll, stell dich drauf und drücke R. Ja, das weiß ich mittlerweile. Machen wir das mal.
Okay, hier können wir nicht lang. Also, wir müssen hier rechts hin. Oh. Ein Herzteil. Okay, da ist eine Kiste. Darunter kommen wir so nicht. Aber hier. Lass mal das Feuer wegmachen. Das tut mir sonst nur wieder weh. So, ist das hier die Karte? Dungeon-Karte, ja, genau. Dachte ich mir. Glücksfragment. Oha, das sieht heiß aus. Wenn wir da reinfallen, ist es vorbei. Nein! Oh. So. Gut, dass wir hier wieder ein Herz bekommen. Oh je. Okay. Erstmal weg mit dem Feuer hier. Jetzt nicht, sondern ich wollte das. Ich hätte ich gerne hier für die Kiste. Einen großen grünen Rubin, das ist schön. Ja, dachte ich mir, dass das nichts bringt. Oh, verdammt. Das wird aber knapp. Das macht die Tür auf. Da war an die Kiste ranzukommen, müssen wir das hier reinschieben. Kleinen Schlüssel erhalten. Sehr gut. Waren wir schon, fragt sich nur, wofür wir jetzt den kleinen Schlüssel brauchen. Hier jedenfalls nicht. Aber ich sehe gerade wieder, die Folge ist schon wieder vorbei. Kann ich also schon wieder beenden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu Zelda The Minish Cap hier auf Grim's Butterfly Gaming. Vielen Dank fürs Zuschauen.